Herzlich willkommen zu einem neuen Video Vegan Essen. Super interessante Folge. Wir zeigen, was wir hier so essen, was ich unterwegs so gegessen habe, was die Alexandra isst nach ihrer Zahnoperation. Und ich glaube, es ist eine sehr interessante Folge. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Heute machen wir mal so eine Art Eintopf. Wir haben so eine Art Thermomix, keinen echten. Und da drin sind rote Linsen unten. Ich habe da noch Kartoffeln reingemacht und gefrorenes Gemüse. Einen Teelöffel Gemüsebrühe und so Salatkräuter. Und das fülle ich jetzt auf mit Wasser. Und dann wird das hier einfach mal so 45 Minuten gekocht und gerührt. Und am Schluss häcksle ich das dann nochmal richtig fein, damit wir so eine Art Suppe haben. Ich zeige euch jetzt mal, wie die fertig aussieht. Und das hier ist die Suppe. Sieht sehr lecker aus. Ja, und ging ganz von alleine. Sehr praktisch. Reicht so für 2,5 Personen, um richtig satt zu werden. Leider nicht für 5. Aber ja, wir haben hier noch Spaghetti-Reste mit veganem Hack von Lidl und Tomaten und Paprika. Das sieht sehr lecker aus. Und es gibt auch noch Gnocchi, Paprika und so vegane Würstchen, die ich vor ein paar Tagen mal angebraten hatte. Ich will heute mal einen Käsekuchen backen mit dem Simply V Frische Genuss, der Quark-Alternative. Weil das ist was eigentlich wirklich immer so ein bisschen gefehlt hat, dass ich den Käsekuchen wirklich mit so einer Quark-Alternative machen konnte. Das werde ich jetzt mal ausprobieren, ob das klappt. Der Kuchen ist jetzt fertig und ich bin jetzt mal gespannt. So sieht er aus. Also ich habe eine kleine Form genommen. Und ich bin jetzt gespannt, wie er schmeckt. So sieht der Kuchen jetzt von innen aus. Er ist ein bisschen flüssig noch, also nicht so fest, wie ich das so kenne vom Käsekuchen. Aber jetzt gleich mal Reaktion. Wie schmeckt er? Sehr gut. Ja, schmeckt er dir gut? Der schmeckt mir sehr gut. Ja, alles klar. Also so wie du Käsekuchen in Erinnerung hast, ja? Wie anders, schmeckt besser. Schmeckt besser. Heute gibt es mal wieder Backofengemüse mit Hokkaido-Kürbis, Rosenkohl, Süßkartoffeln, normalen Kartoffeln. Weil ich Rosenkohl nicht besonders mag, habe ich mir nochmal so ein Sommergemüse in der Pfanne warm gemacht. Dazu gibt es noch die Sojanuggets von Rügenwalder und ein Würstchen für jedes Kind. Von Aldi sind es die Bratwürste. Hallo, ich wollte nur mal verkünden, dass die nächsten Tage wahrscheinlich kulinarisch etwas ungewöhnlich werden. Bei mir liegt es daran, dass ich gestern eine Zahn-OP hatte und nicht so gut beißen kann, also nur relativ weiche Sachen essen kann und ich auch relativ empfindlich auf warm und heiß, also auf Hitze und Kälte reagiere. Das tut mir sehr weh. Der ganze vordere Bereich von meinen Zähnen, das tut das Zahnfleisch weh und auch das Beißen ist sehr, sehr unangenehm. Und der Lars ist unterwegs, das kommt erschwerend jetzt noch hinzu. Und der Lars wird dann euch zeigen, was er unterwegs so isst. Und ich zeige euch dann, was ich hier zu Hause, esse. Mal gucken, was dabei so rauskommt. Überraschung, heute gibt es bei mir Kartoffeln und Süßkartoffeln und Kürbis aus dem Ofen. Das sind jetzt noch die Reste von den Resten. Aber ich bin nicht sehr fit mit meinen Zähnen im Moment und hatte jetzt keine Lust mehr, noch was anderes zu essen zu machen. Für die Kinder habe ich aber nochmal Nudeln gekocht und ich mache da immer ein bisschen Tomatensauce dann mit rein, dann kleben die auch nicht so zusammen. Leinöl mache ich natürlich auch rein und ja, aber dann müssen die nicht mehr so viel Tomatensauce dran machen. Dazu habe ich noch ein paar vegane Fischstäbchen vom Aldi gemacht. Ich zeige euch mal die Packung. So sieht die Packung aus. Das sind die Bio-Veggie-Knusperstäbchen vom Aldi Süd. So, ich muss mich wirklich entschuldigen für dieses wahnsinnig unspektakuläre Essen. Aber ich bin hier wirklich ziemlich ausgenockt mit meinen Zähnen und habe Schmerzen und sitze den ganzen Tag nur auf dem Sofa. Und kann jetzt nicht dazu mir noch irgendwas Tolles essen machen. Zumal ich auch gar keinen Appetit habe. Das sind jetzt Reste von den Nudeln von den Kindern von gestern. Da habe ich mir jetzt einfach noch eine Dose Bohnenmix vom DM dazu getan und noch ein bisschen Gewürz und das mache ich warm und ja, das wird dann mein Abendessen. So, das sind übrigens hier die Dose, das ist die Dose vom DM, also bei uns gibt es diese Davat Bohnenmix eben, ja, beim DM. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Saarland. Ich bin hier 3 Tage auf einem Seminar, nicht über Ernährungsgesundheit, sondern eher über geistige Gesundheit.
Und ja, will euch mal ein bisschen zeigen, auch was ich hier esse. Ich bin heute Abend zum Essen eingeladen, da freue ich mich sehr drauf. Das wird bestimmt sehr interessant werden. Und ansonsten zeige ich euch mal, was ich dann so ja, unterwegs hier finde. Ich bin nicht so der Essengeher, weil es gibt halt oft nicht vegane Restaurants, so hier auf dem Land sowieso nicht so. Und ja, werde mich viel beim Discounter irgendwie eindecken und rudimentär ein bisschen knabbern und essen. Und ja, ich will euch mal zeigen, was ich hier so verspeise. Soeben habe ich meine Vorräte für den Tag mal zusammengepackt. Zwar nehme ich mir jetzt mit, solange ich es aushalte, werde ich einfach erstmal nichts essen, meinen Kaffee vielleicht trinken und Wasser dort auf dem Seminar. Und dann fange ich an mit Bananen, werde halt die Bananen hier essen. Dann, wenn ich weiterhin Hunger habe, werde ich mir so einen veganen Proteinriegel reinhauen. Der hat dann so 20 Gramm pflanzliches Protein pro Riegel. Und dann, gegen Mittag, gibt es dann hier, habe ich beim DM entdeckt, Salat Bowl Quinoa Kichererbse und eine Salat Bowl Tex-Mex. Vegan, ganz gute Portion. Zwei Stück müssten so 500 Kilokalorien ungefähr haben, nicht ganz. Und dann ist das eine Mahlzeit und dann komme ich bis heute Spätnachmittag damit aus und heute Abend brauche ich ja noch Hunger für ein richtiges Essen. Bin mal sehr gespannt, wie es heute läuft. Wird bestimmt ein anstrengender, aber auch sehr interessanter Tag. Was ich eigentlich immer dabei habe, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wenn ich es nicht vergesse, sind so Zucker-Light-Sticks. Das sind ja wie so Zuckersticks, aber mit Zucker-Light. Zucker-Light hat gar keine Kalorien und erhöht auch nicht den Insulinspiegel und da kann ich halt auch mal einen Kaffee trinken oder mir irgendwie einen Tee süßen oder so. Bei so Seminaren und Kursen gibt es meist nur ja, normalen Zucker oder halt Süßstoff. Und das ist ja hier ein Zuckeralkohol und ich mag den sehr gerne. Und wenn ich in der Fastenzeit bin, das bedeutet, ich werde wahrscheinlich so bis 11 gar nichts essen. Dann werde ich einfach nur mal einen Kaffee trinken mit dem Zuckerleit und dann schmeckt der mir auch. Ich trinke Kaffee nicht gerne schwarz. Ich brauche das immer so ein bisschen süß. Ich bin so ein Süßer. So, bei meinem Seminar ist gerade Mittagspause und ich habe hier diese beiden Salate da gegessen. Wenn er scharf stellen würde, ja, da stellt er scharf. Also die war so ganz lecker, diese Salatbowl Quinoa Kichererbse. Ich habe die jetzt natürlich kalt gegessen, einfach so zwischendrin. War ganz gut. Und dieses andere, das hat mir noch leckerer geschmeckt hier, diese Salatbowl Tex-Mex. Das hatte noch sowas, ja, so ein bisschen pfiffigeres, war auch etwas schärfer. Also wer schärfer mag, dann gerne das. Ein bisschen sauer war es, aber ich glaube, wenn man das ein bisschen warm macht, dann geht die Säure auch ein bisschen raus. Aber man kann es notfalls auch mal so essen, ja. Deswegen, es geht nämlich gleich weiter mit meinem Kurs. Mein Seminartag ist vorbei und ich fahre jetzt zum Abendessen zu unseren Zuschauern. Wie sie heißen, werden sie vielleicht selber sagen. Ansonsten erwähne ich es nachher nochmal. Bin gespannt, kennen die beiden gar nicht. Ja, die haben mich ganz nett zum Essen eingeladen und ja, mal gespannt, was es gibt und ob ich es finde. Ich muss jetzt gerade mich erstmal orientieren. Ich habe es gefunden. Ich bin jetzt bei Heiko und Nicole zu Hause. Hallo. Sag mal hallo. Die Nicole hat auch eine Praxis, wo es auch um Gesundheit geht, um geistige Gesundheit, spirituelle eher. Ich verlinke die mal unten in der Videobeschreibung. Und ja, ihr seid schon fleißig am Kochen und das zeigen wir aber nachher, was es da gibt. Das machen wir dann richtig schön einzeln und ihr dürft jetzt erstmal in Ruhe weiterkochen. Als Vorspeise gibt es eine Miso-Suppe hier. Von Arche gibt es ein ganz tolles Miso hier. Und die sieht so aus mit Shiitake-Pilzen. Ist drin, ne? Und ich liebe Miso-Suppe. Habe ich seit ewigen Zeiten nicht mehr gegessen. Frischer Schnittlauch aus dem Garten. Frischer Schnittlauch aus dem Garten ist auch dabei. Und ja, wir gucken mal, wir schmecken mal. Ich melde mich dann nochmal. Ja, ich werde die jetzt am Stück ganz schnell aufessen, weil die schmeckt mega, mega lecker. Eigentlich die beste Miso-Suppe, die ich bisher gegessen habe. Aber ich bin ehrlich, ich habe noch nicht so viele Miso-Suppen gegessen. Ich habe ein paar selber gemacht, aber da habe ich mir natürlich nicht so viel Mühe gegeben. Das ist wirklich super lecker. Genau, der Heiko und ich und die Nicole werden jetzt mal kurz erzählen, was der zweite Gang ist. Und zwar, wir trinken hier so schon mal einen sehr leckeren Pfefferminztee, ich jedenfalls, mit Pfefferminz aus dem eigenen Garten. Ihr habt nämlich einen Garten zum Essen, habt ihr erzählt. Und jetzt gehen wir mal alles hier durch. Was ist das hier denn? Das ist eine Pesto. Und zwar Brennnesselpesto mit Walnüssen. Sehr geil. Das auch aus dem Garten hier. Eigene Brennnesseln, sehr ja, gut. Ja, genau. Und hier, das ist veganer Käse mit Schnittlauch. Oh, super. Das ist auch veganer Käse mit Knoblauch. Ja. Und das ist eine ganz normale
Was Kräuterbutter. Kräuterbutter. Aber selber. Natürlich aus Margarine. Aus Margarine. Nicht mich veräppelt. Und das hier sind so schöne. Habt ihr die auch selber gemacht? Ja, ist auch selber gemacht. Alles selber gemacht. Ja. Und der vegane Käse, habt ihr aus Cashews gemacht oder wie? Cashew? Ja. Das ist so ein Geheimrezept. Na gut. Sehr gut. Also wir lassen es uns jetzt erstmal schmecken. Ich bereue es nicht hergekommen zu sein. Es schmeckt so wahnsinnig gut. Lecker, lecker, lecker. Es geht aber noch weiter. Aber jetzt wird erstmal hier das hier alles aufgegessen. Das wird hier immer besser. Nicole, was haben wir denn hier auf dem Teller? Ja, Kartoffelcroutons. Sehr, ja, sehr lecker. Cool. Und indisches Dal. Ja, sehr toll. Sehr lecker. Und dann Gemüsesalat. Ein ganz frisch geschnittenen Salat. Und dann gibt es noch Salatsoßen dazu. Ja, mit Tomaten. Tomatensalatsoße, ja. Ja, und das da hinten, das ist mit Feigen. Mit Feigen? Ja. Oh, das muss ich mir drauf machen. Ja, dann lassen wir uns mal das hier schmecken. Ja, und die Croutons, da ist eine Gewürzmischung drauf, den von einem Dr. Greger, den wir alle kennen. Ne? Echt? Ja. Oh! Eine selbstgemachte Gewürzmischung? Oder? Nein, aus seinem Buch. Aus seinem How Buch. Not to Die. Sehr geil. Da bin ich gespannt. Yeah. So, mit dem Hauptgang sind wir fertig und wir trinken jetzt erstmal eine Runde Lavendeltee mit frischem Lavendel. Ne? Selbst aufgegossen. Hier ist auch noch mein Pfefferminztee. Ich bin auch eigentlich ein kleiner Teeliebhaber, aber so guten Tee kriege ich selten. Deswegen ich schlage hier mal zu. Und es gibt auch gleich noch einen Nachtisch. So, das ist der Nachtisch. Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht so ein bisschen aus wie gepuffter Amaranth. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ein veganer Raffaello. Aha, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Was ist denn da genau dran? Ja, das ist Kokos und das andere unten drunter, das kann ich natürlich nicht verraten. Gut. Das Geheimrezept erstmal probieren. Wir probieren erstmal und dann vielleicht kriegen wir noch was raus. So, ich probiere einfach mal, ob das wirklich schmeckt wie Raffaello, schon eine Weile her. Lecker. Das ist eine Creme mit Kokos, Raspeln und gepufften Amaranth, ne? Und die Creme, das sagt mal nix. Ich kann es nicht wirklich zuordnen. Es ist kein Joghurt, ne? Kein Sojajoghurt, ne? Das ist Joghurt. Ist Joghurt? Ist Sojajoghurt drin. Ach, Sojade ist das, ne? Ich schmeck's. Ich schmeck den Sojade raus. Der schmeckt super. Das ist mein Lieblingsjoghurt, ja. Gesüßt ist der Joghurt mit Agavendicksaft und frischer Vanille. Und Mandelmus ist auch noch drin, aber ich habe den Mund gerade voll. Ich bin satt. Und ich bin immer noch bei der Nicole und beim Heiko. Ich habe auch Nicoles Webseite unten verlinkt. Schaut doch nochmal rein. Und ja, ich mache mich jetzt auf den Weg zurück ins Seminarhotel. Und morgen ist nämlich ein anstrengender Tag. Und ja, dann zeige ich euch, was ich dann esse. Es wird aber nicht so lecker sein, wie das, was ich heute Abend hatte. Also, bis bald. Mein zweiter Seminartag ist zu Ende. Und ich habe nicht bedacht, dass heute hier Feiertag ist im Saarland. Bei uns in Hessen ist am 1. November nämlich nie Feiertag. Deswegen kann ich nicht einkaufen gehen, um was nochmal Frisches zu holen. Ja, ich werde mich mal auf die Suche machen, ob ich vielleicht irgendwas Essbares hier finde zum Abendessen, damit ich hier ja satt und zufrieden ins Bett fallen kann. Ja, ich gehe mal auf die Suche. Ein paar Meter vom Hotel entfernt habe ich einen türkischen Laden gefunden. Da habe ich mir jetzt einen Gemüsedöner geholt ohne Soße, mit scharfem Streusel drauf. Also ein bisschen Gemüse mit ein bisschen ja, Kohlenhydraten zusammen. Dann hatte ich noch im Auto eine Packung Tomaten und eine Packung Gurken. Und ja, habe hier auch noch Erdnusskerne. Und das wird so ein bisschen spartanisch, aber ich glaube, das wird reichen von den Kalorien her. Wird dann etwas ja, fettreicher wahrscheinlich durch die Erdnüsse. Aber Hauptsache, ich habe was zu essen und jetzt gucke ich noch ein bisschen Netflix. Das war die letzte Aufnahme nach meinem Seminar und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Und jetzt beginnen wir wieder am Sonntagmorgen, nachdem ich mich ausgeschlafen habe. Wir haben Sonntagmorgen und unsere Kinder haben uns wirklich mal ein bisschen länger schlafen lassen. Und das war richtig toll. Wir haben jetzt 10.30 Uhr. Ich bin jetzt aufgestanden, wollte gerade etwas Tolles zum Frühstück zaubern. Und da komme ich runter und unser großer Sohn fängt gerade an, eigene Sandwiches zu machen. Vegane, ja, mit Gürkchen und veganer Wurst und Soßen und so. Und er hat uns zwei Varianten gemacht. Eine grüne, die würzigere Variante und eine rote, die schärfere Variante. Ja,
da brauche ich mir gar nichts zum Frühstück machen. Dann mache ich mir noch einen Kaffee dazu. Und da gibt es diese Sandwiches. Ich finde es voll toll. Ja, die Kinder werden größer. Es ist die Pamper-Zeit ist langsam vorbei. Ja, ich genieße es aber auch. Für die Alexandra backe ich jetzt aber doch noch mal ein bisschen so eine Art Brötchen. Ja, dazu nehme ich hier Dinkelmehl. Ich hatte noch ein Vollkornmehl, habe das aufgefüllt noch mal mit Typ 1050 hatten wir noch da, dass wir so ungefähr 500 Gramm Mehl haben. Da rein kommt Backpulver, ein Päckchen, rein Weinstein Backpulver, 4 Esslöffel geschrotete Leinsamen und dann werde ich hier noch mal so, ich schätze mal so 600-800 Milliliter Haferdrink dazu packen, damit ich so einen sehr flüssigen Teig habe. Und ja, ich kann euch aber auch gleich nochmal sagen, wie viel genau reinkommt. Ich wiege das einfach mal ab. Das waren jetzt nochmal 800 Milliliter Haferdrink, also 500 Gramm Mehl, 800 Milliliter Haferdrink, ein Päckchen Rheinweinsteinbackpulver und 4 Esslöffel geschrotete Leinsamen. Dann ist das ein recht flüssiger Teig, wie so ein Pfannkuchenteig. Könnt ihr natürlich auch Pancakes draus machen. Aber ich mache da heute so Brötchen draus, die dann auch sehr soft so im Biss sind. Die haben uns letztens sehr gut geschmeckt. Und wer mag, kann auch ein bisschen Dattelsirup mit reingeben und ein bisschen Salz. Das mache ich hier. Dann schmeckt es noch ein wenig so exotischer. Den sehr flüssigen Teig konnte ich jetzt ganz einfach in so Donutform und Muffinform füllen. Und das Ganze kommt jetzt bei 180 Grad Heißluft so lange in den Ofen, bis es fertig ist. Ja, ich schätze mal so 20 bis 30 Minuten. Aber da muss man dann individuell gucken, wie der Ofen so ist. Ich hatte da schon die unterschiedlichsten Ergebnisse, wie gut das funktioniert. Also einfach mal diesen Test machen, Zahnstocher reinstecken und gucken, wenn es schon gut aussieht, ob die dann durch sind. Wir gucken mal, wie es bei uns wird. So, die Donuts und die Muffins, was aber alles eher so ja Frühstücksgebäck ist, ist jetzt fertig und wir werfen mal einen Blick drauf und ich hole die jetzt raus. Wenn sie ein bisschen abgekühlt sind, kann man die dann ganz wunderbar hier rausnehmen und kann sie vielleicht noch ein bisschen nachtrocknen lassen, dass die Oberseite, also die Unterseite quasi auch noch trocken wird. Und wenn man die zum Beispiel dann einfrieren möchte, am besten in der Hälfte durchschneiden, auch die Donuts, und dann einfrieren und dann kann man so auf dem Toaster dann sehr schnell wieder auftauen oder lässt es halt so auftauen. Ideal halt, um ein gutes Gebäck zu haben, ist halt einfacher als Brötchen zu machen und es schmeckt aber wie Brötchen. Also ich finde diese Art von Frühstücksgebäck sehr, sehr gut und schnell gemacht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, das war ein sehr interessantes und unterhaltsames Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, schreibt mal drunter, was ihr am leckersten fandet. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei einem neuen Video, wo es um vegan Essen, vegan Einkaufen oder irgendwelche anderen Themen geht. Ich freue mich, dass ihr immer dabei seid und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.